Karnale Deluxe Resort in Belek, Türkei, ist ein Hotel, dessen Priorität auf höchstem Serviceniveau und traditioneller orientalischer Gastfreundschaft liegt. Ich schlage vor, es mit uns zu besichtigen. Ich erinnere euch auch daran, dass jede Woche neue Hotelübersichten auf dem Kanal veröffentlicht werden. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und zögert nicht, Fragen zu stellen. Wir versuchen, alles zu beantworten. Das Hotel liegt 35 Kilometer vom Flughafen und 45 Kilometer von der Stadt Antalya entfernt und besteht aus einem fünfstöckigen Hauptgebäude, einem Komplex aus zweistöckigen Villen mit direktem Zugang zum Pool mit den Zimmern Villa Junior Suite und dreistöckigen Villen mit Gartenblick mit Zimmern Villa Standard Room. Das Hotel bietet einen 27-Loch-Golfplatz, 3 Tennisplätze mit Kunstrasen, kostenlos. Die Beleuchtung kostet jedoch ca. 10 Euro pro Stunde, der Ausrüstungsverleih kostet ca. 13 Euro pro Stunde und Tennisunterricht ab 40 Euro pro Stunde. Die Mahlzeiten im Hotel basieren auf dem Ultra-All-Inclusive-System. Es ist möglich, individuelle Mahlzeiten zuzubereiten, wenn Kinder ernährungsbedingte Besonderheiten haben, einschließlich Allergien gegen bestimmte Lebensmittelbestandteile. Das Hotel verfügt über 6 à la carte Restaurants mit kostenpflichtigem Eintritt, eine vorherige Reservierung ist jedoch wie üblich erforderlich. Es gibt auch ein Barbecue-Restaurant, zu dem der Eintritt frei ist, allerdings nur 2-mal pro Woche. Die italienischen und französischen Restaurants sind das ganze Jahr über geöffnet, während die übrigen à la carte Restaurants nur in der Sommersaison geöffnet sind. Auf dem Gelände des Hotels befinden sich unbeheizter Außenpool, der aus 2 Ebenen besteht, im Winter beheiztes Hallenbad mit der Möglichkeit zum Schwimmen im Freien, Wasserpark mit 4 Wasserrutschen. Das Hotel verfügt über seinen eigenen Sandstrand, vor dem sich auf den Rasenflächen ein Bereich mit Liegestühlen befindet. Für Kinder gibt es natürlich einen Miniclub von 4 bis 12 Jahren, einen Kinderspielplatz unter einem Vordach auf dem Gelände des Miniclubs. Auf dem Gelände des Miniclubs befindet sich ein Kinderbecken für Kleinkinder. Unter dem Vordach. Für Kinder gibt es eine kleine Rutsche. Darüber hinaus gibt es 2 weitere Kinderbecken und einen kleinen Kinderspielplatz am Strand unter einem Vordach. Bei Anfrage stellt Cornelia Deluxe im Zimmer Folgendes zur Verfügung. Ein Töpfchen, Kinderbetten, Bettwäsche, Badewannen zum Baden von Babys und im Hauptrestaurant gibt es eine Mikrowelle, einen Mixer und einen Flaschenwärmer. Das Hotel verfügt auch über ein Kinderbuffet, Möglichkeiten zur Zubereitung von Babynahrung, Hip-Püree aus der Dose, Vorbereitung eines separaten Menüs für individuelle Anfrage. Die Zimmer Deluxe Suite befinden sich auf der 1. bis 4. Etage. Diese Zimmer verfügen über eine große Terrasse mit Sonnenliegen und einen Whirlpool. Alle Zimmer sind mit Meerblick. Die Zimmer Family Room, alle Familienzimmer, befinden sich auf der 5. Etage. Es gibt nur 15 solcher Zimmer im Hotel. 2-stöckige Zimmer, im Erdgeschoss befinden sich 2 Einzelzimmer. Aus Sicherheitsgründen gibt es keinen Balkon. Im 1. Stock gibt es ein komplettes Schlafzimmer mit Balkon. 2 Badezimmer. In den Zimmern Safe, Minibar, Teeset, Bademantel und Pantoffeln. Zimmerservice von 7 bis 22 Uhr gegen Gebühr, von 22 Uhr bis 7 Uhr kostenfrei. Alkoholische Getränke werden gegen Aufpreis auf dem Zimmer serviert. Freunde, wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Wir antworten immer gerne. Abonniert den Kanal und vergesst die Likes nicht. Wir veröffentlichen jede Woche Übersichten über neue Hotels.